So. Und das. Juhu, nur noch 5 Früchte. Oh, und da ist der zweite von denen. Jetzt könnten wir uns theoretisch zum ersten Partner mit, oder? Ne, jetzt gehen wir erst zum vierten. Ah, na gut, da können wir auch theoretisch hier wieder runtergehen. Oh, ist ja mal ein Level, das ein bisschen länger dauert. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Oh, ja, okay, hier waren die. Hier rechts sind wir, glaube ich, noch nicht rausgelaufen. Ja. Oder? Bin nicht sicher. Okay, war ich da? Nee. Hä? War ich hier noch nicht? Ja, komisch. Okay, naja, gut. Man möchte. Das sind die, wo überall hinkommen, ne? Ah, oh. Nein, nein. Nicht. Nur noch eine Frucht. Yay. Und die ist da. Und wir haben alle Herzen. Ich glaube, das ist jetzt das erste Level, wo wir es geschafft haben, oder? Okay. Geht's wieder ans Lesen, ne? Gleich. Oh, ich bin gerade so müde. Warum? Ich habe so lange geschlafen, ey. Das gibt's gar nicht. Yay. Somit Kapitel 4 auch geschafft. Das jetzt von den Gegnern her nicht so schwer war. Juhu, Herzchen. Die Yoshis entdeckten mitten im Urwald ein riesiges Baumhaus. Das stimmt, das war riesig. Die Gabbons im luftigen Baumhaus waren mehr als durchgedreht. Sie bewarfen die tapferen Yoshis mit riesigen Eisenkugeln. Die Yoshis wurden immer glücklicher. Ja, happy Yoshis. Die Tiefen. Also hier würde ich jetzt am liebsten Level... Ich nehme die 1. Obwohl ich Unterwasserlevels hasse, weil ich gesagt habe, ich nehme von jedem das erste. Ich hasse Unterwasserlevel, ne? Nehmen wir den dunkelblauen. Okay, bis jetzt ist er noch nicht unter Wasser, aber... Wirklich, Leute, ich hasse echt Unterwasserlevels. Ah, okay. Unterwasserlevels sind das Schlimmste, was es gibt. In jedem Spiel, überall, wo Wasser ist. Aber hier war das Schwimmen süß. Stimmt. Schwimmen. Benutze den 3D-Stick, um sicher durch das Wasser zu schwimmen. Fand ich damals immer cool, weil... So. Okay, das haben wir schon mal. Und hier, gut. Es kommt halt immer aufs Spiel drauf an. Also gut, hier ist es jetzt bunt und schön. Aber zum Beispiel damals, wo war das? Super Mario 64. Hier gibt es ein Level ziemlich am Anfang. Ich glaube, dafür braucht man nur 7 Sterne, um reinzukommen. Ich jetzt nicht richtig im Sinne. Da gibt es so ein Schiffswrack unten. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt. Kommt halt immer drauf an. Oh, nein, 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 nein. Raus, raus, raus. Also manche werden es wahrscheinlich kennen, manche mal wieder nicht. Es kommt halt immer drauf an. Auf jeden Fall diese Stelle mit dem Schiffswrack war ja dann so, da musste man so einen riesigen Aal rauslocken. Und, der ist dann später, wo das Schiffswrack dann nach oben ist, in ein paar Sternen später, ist das ein bisschen... Naja. Doof, dann da unten rein zu müssen in diese Höhle, wenn der da mal gut, man weiß, also ich weiß, dass der eigentlich nur im Kreis schwimmt, aber
Trotzdem ist es nicht so meins. Okay, hier gibt es wieder Honigmelonen. Ich finde es sehr cool, dass Yoshi nicht so wirklich die Luft ausgeht, ne? Es ist eigentlich, ist der da so ein bisschen wie so ein... Warte mal, da geht's nach oben eigentlich. Natürlich nicht, ne. Das geht nicht. Okay, aber jetzt kann mich ja wenigstens keiner verletzen. Ach komm, blöde rote Keule, lass mich vorbei. Ich finde die Blume oben cool, die rockt voll mit dir, mit ihrem riesenbreiten Grinsen. So. Wir gucken jetzt einfach mal da oben in die Röhre. Was denn diese ganzen rosa... Ah, komm, egal, gut, geschafft. Okay, was ist hier oben? Okay, Blumen nach oben zu schießen. Der zweite, also ich nehme einfach mal an. Ich nehme jetzt mal so eine Eierblume. Nee, das hat doch gar keinen Sinn. Nö, nicht wirklich, ne? Da drüben. Nö. Okay, wozu sind die da? Ich kann das doch... Hä? Wer weiß? Ist Ei hier unten drin rum? Hm. Mir gerade nicht so sicher. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Tipps noch habt... Ich habe ja das Spiel wirklich schon ewig nicht mehr gespielt. Dann wirklich einfach nur was sagen. Okay, kommt eine Qualle mit einer Frucht drin. Ah, ja gut. Win-Win-Effekt, ne? Diese roten Quallen nerven ja schon ein bisschen, ne? Sind so ein bisschen... Ich verfolge dich. Okay, das hat funktioniert. Ich mag die Musik. Ich glaube, auch in dem Level war das mit dem Boss, ne? Da gibt es ja immer so... Ich weiß nicht, folgen die mir hier? Nee, die kann ich nur essen. Okay. Doch, hier war das. Ah, der ist auch ein bisschen sehr verbuggt, ne? Ich glaube, der kreist immer so einen ein, ne? Der ist sehr verbuggt, der Typ. Sieht ja witzig aus, der Typ, ne? Ah, fu! Das wollte ich nicht. War das der... war der als Gegner wirklich da? Ich weiß es gar nicht. Ich finde das ja immer so lustig, wenn die wirklich so ein bisschen verbuggt sind, ne? Sieht schon witzig aus. Irgendwie, guck dir das an. Ah, puh. Oh Mann. Oh, guck mal, da ist mal einer, der ein bisschen relativ richtig funktioniert hat. So. Quallen. Überall Quallen. Quallen oder Fische. Jetzt gab's nicht wirklich. Hm. Ja, schön in die Aufnahme reingeplatzt, ne? Voll mit Absicht. Ärger mich nicht. Geh arbeiten. Ja. Ich hab mich gerade voll erschrocken, ne? Ah, ja, da ist der Street auf meinem Handy. Ja. Musst du mich erschrecken, wenn ich im Unterwasserlevel bin, als würdest du nicht wissen, dass ich Unterwasserlevel hasse, ne? Das muss ich doch nicht. Nein.
Nein, ich wusste nicht, dass du unter Wasser leveln willst. Guck mal, wie schön verbuggt das ist. Ist nicht süß? Warum ist das verbuggt? Ist ab und zu in manchen Leveln so. Ja, aber ich meine, was war da jetzt an verbuggt? Ich hab gar nichts gesehen. Dass die ganzen Viecher nicht an Gestein hangen, sondern einfach so mitten im Wasser. Zum Beispiel, aber da waren noch schlimmere, der eine Gegner war ein bisschen sehr verbuggt. Der hatte zwei Köpfe. Der hat eigentlich nur einen. Okay. Was ist passiert? Hast du schon wieder mit dem VR-Wochen rumgespielt? Ein bisschen. Ich hab dir gesagt, du sollst das nicht erwarten. Ich glaube, du musst nochmal deine Mama anrufen. Nein. Die schläft, glaube ich, außerdem noch. Nein, die schläft noch. Die hatte Nachtschicht. Nein, die alte Sauer noch ein bisschen gerade eben geschlafen. Ja. Ich weiß, ich habe deinen Tweet. Den Tweet habe ich gelesen.